Everybody can rock a fucking. Ich komme. Wo bist du? Du Sack. Au! Ja, okay. Gefällt mir. So, aber wir laden erstmal wieder die normalen Granaten jetzt hier. Moment, können wir ja uns hier mit 56 Schuss panzerbrechender Munition zur Wehr setzen. So, dann erstmal wieder heilen. Ja, ich spiele relativ vorsichtig im Moment. Na und? Ich meine, es wird sich ja wohl keiner drüber aufregen, wenn das Let's Play deswegen zwei Folgen länger geht. Falsche Taste. Man will ja auch schon ein bisschen in die Atmosphäre eintauchen, oder? Und da passt so ein Rambo. Ich töte alles und renne die ganze Zeit in die Gefahr hinein. Spielstil einfach nicht. Außerdem habe ich Angst. Piep, piep. So, okay. Warum sind wir hier? Da ist die Zugangskarte. Ist das ein Kraftfeld oder ist das ein Glas? 6 Abwehrknoten. Na, das haben wir gleich. Kleinen Augenblick. So, ein bisschen hacken muss sein. So, was haben wir hier drin? Oh, was ist das denn? Ein unerforschtes Objekt? Mindestens forschen 3. Na, dann tun wir es hier wieder in die Kiste. So, nee, ernsthaft. Ist das Glas? Das ist Glas, okay. Du bist ein bemerkenswertes Exemplar deiner elenden Gattung. Ich schicke dir einige Cybermodule. Ist das jetzt die Karte, mit der wir ganz am Anfang dieses Levels weiterkommen? Da war ja noch eine versiegelte Tür. Weil ich wüsste sonst ehrlich gesagt nicht, wo wir hier eventuell noch lang könnten. Ist ja doch alles recht linear gewesen hier im Moment. Können jetzt hier mit dem Fahrstuhl wieder runter. Ich möchte hier auf diese Zwischenebene noch irgendwie. Ja, wo dieser Turm hier ist. Ach Mist. Komme ich da eventuell hin, indem ich... Nee, ich kann das Fenster wohl nicht zerstören. Schade. Ja, gleich mal das Ziel wieder ein bisschen aufladen. Dann müssten wir ja jetzt eigentlich... Ach ja, da war ja was. Müssten wir jetzt eigentlich hier wieder zurückfahren können, ne? Aber was heißt müssten können? Wir können das auf jeden Fall. Ich zeige euch, welche Tür ich meine. Ich finde diesen Effekt cool, wenn wir ankommen und dann so ein bisschen zur Seite geschleudert werden. Hier so. Bap. Das zeigt, dass diese Physik-Engine wirklich so ein bisschen hier auch Trägheit simuliert. Das ist schon cool. Ich meine, wahrscheinlich ist es geskriptet. Weiß nicht, ob Physik-Engines das damals schon konnten. Plop. So. Hallo. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Danke, dass Sie Value Ramp benutzt haben. So. Großeinkauf. Habe ich gleich mal ein bisschen panzerbrechende Munition auch gekauft. Dass wir da mal wieder so einen kleinen Vorrat von haben. Ich mag es nämlich nicht, mit Waffen rumzulaufen, die nicht voll sind. Bin ich ganz ehrlich, das ist so ein Tick von mir. Ich lade auch nach einem Schuss meistens direkt nach. Ich habe doch eben einen Kampfroboter gehört hier irgendwo.
So, Stat Psi. Guck mal, wir haben 107. Da können wir unseren Psi-Stat jetzt einfach mal auf Maximum pushen. Peng. Und haben immer noch 12 Module über. Aber sind jetzt ein viel effektiverer Psi-Killer. Was haben wir denn hier auf Stufe 2 noch, was man eventuell noch nutzen könnte? Adrenalin-Überproduktion brauchen wir nicht. Shields from 80% of radiation damage. Das wäre vielleicht ganz nett. Ja, wir haben ja schließlich keinen Dings-Suit mehr. Stärke plus 2. Doppelte Psi-Kosten? Nee, komm, wir nehmen hier diesen radioaktiven Schild noch. Ich weiß nicht, ob wir noch radioaktive Gebiete haben, aber falls ja. So, hier. Shuttle-Zentrale, ach so. Ist aber gesperrt, Zugang verweigert. So ein Mist aber auch. Aber Moment mal. Gehen Sie zur Zentrale auf dem Operationsdeck. Das hier ist das Kommandodeck. Heißt das, wir müssen jetzt... Jetzt sind wir ja wieder hier auf... Wie heißt das denn? Freizeit? Auf dem Freizeitdeck. Wo war jetzt der andere Fahrstuhl? War das hier durch? Ja, dann hier rechts, glaube ich. Mir scheißegal. Scheiß auf die Harmonie. Hier komm, du auch. Ich mach euch alle tot. Bam! Da guckst du blöd, wa? Oh, nervt mich nicht. So, hier. Operationsdeck, das war doch das vierte, ne? Ja. Mir war doch so. Okay, wir haben... Warte mal, wo müssen wir hin? Ich habe echt das Kurzzeitgedächtnis eines Goldfischs. So, Zentrale müssen wir. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Zentrale ist hier. Wir sind hier. Ist bestimmt in der Systemverwaltung, ne? Yeah, was höre ich da? War! Eine Spinne habe ich gehört. So, da ist ein Shot, super. Überall Schotten. Wollen wir mal hoffen, dass William Wallace nicht in der Nähe ist. Die Zentrale. Das ist Systemverwaltung, da ist der Crew-Bereich. Ich gehe mal spontan hier durch dieses Shot und gucke mal. Haben wir hier eine Zentrale? Kommandozentrum haben wir hier, genau, da wollte ich auch hin. Mir war nämlich so, dass wir hier irgendwo einen Bereich hatten. Irgendwas kämpft da. Mir war nämlich so, dass wir hier irgendwo einen Bereich hatten, wo wir damals nicht rein konnten, als wir hier waren. Und dafür müssen wir hier lang. Ja, hier weiter. So, wir brauchen bestimmt gleich was Panzerbrechendes. Obwohl, dem Turm geht's noch gut hier. Aua! Mistvieh. Wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen jetzt, ich glaube, geradeaus. Hier, genau. Zack. Da sind wir. So, was müssen wir hier jetzt machen? Kennwort benötigt. Manuelle Kontrolle des Operationscomputers aktiviert. Ja, das scheint das zu sein, was wir machen sollen. Ich kann jetzt mein herrliches Wesen auf die Rickenbacke übertragen. Begib dich zum Reaktorkern auf dem Technikdeck. Dort kannst du den Kern auf Überlast fahren
indem du den Zerstörungscode 94834 eingibst. Danach können wir zur Rickenbacker gehen, die zwei Schiffe trennen und dieses Geschwür eliminieren. Okay. Aber wie kommen wir zu Rickenbacker? Und wenn ich den Kern auf Überlastung stelle, habe ich dann nur eine bestimmte Zeit, um hier wieder wegzukommen? Mir gefallen die Implikationen gar nicht. Jetzt sollen wir also wieder zum Technikdeck zurück. Ich finde das cool, dass das Level, die wir abgeschlossen haben, nicht einfach abgeschlossen sind, sondern dass wir da später tatsächlich nochmal wieder hin zurück müssen. Ja, ich weiß, Backtracking ist oft verpönt in Spielen, aber hier, guck mal hier. Aber in solchen Spielen wie diesem hier, finde ich, macht es tatsächlich auch irgendwo Sinn. Denn, wir versuchen ja hier irgendwo eine realistische Umgebung zu simulieren. Und da gehört es dann halt dazu, dass die Bereiche realistisch aufgebaut sind und dass man für bestimmte Tätigkeiten dann eben mal in bestimmte Bereiche zurück muss. Also zum Technikdeck jetzt. Ganz nach unten. So, hier sind wir jetzt zum Reaktorkern. Das war ja da rechts, ne? Also jetzt quasi hier durch. Ich wüsste gerne, ob die spawnenden Monster, also wir wissen ja, die Monster respawnen. Ich wüsste gerne, ob die Viecher, die spawnen, ob das abhängig vom aktuellen Deck ist oder vom Story-Fortschritt. Das heißt, könnten hier unten jetzt zum Beispiel auch Cyborg-Killer spawnen oder kommen hier nur diese Hybriden, die wir relativ schnell auseinandernehmen? Reaktorkern geht hier lang. Diese roten Kisten, die irritieren mich immer. Weil ich dann denke, die habe ich noch nicht geöffnet. So, Reaktorkern. Reaktorkern war hier. Hallo? Ich glaube, wir müssen nach da oben, ne? Kann das sein? Ich meine, wir waren da schon mal. Wir standen, glaube ich, schon mal vor der Konsole, die wir jetzt bedienen sollen. Mach auf! Hier nämlich, ne? War das nicht hier? Boah. Hier ist das Büro. Ey, war das nicht da? Echt nicht? Boah. Da ist eine Kamera, die wir noch nicht zerstört haben? Was ist das für ein Ort hier? Ich dachte, wir waren hier schon mal. Okay, Kamera. So, hat sich gerade resettet. Und kriegt jetzt volles Punt aufs Maul. Ah, so, da ist... Da müssen wir bestimmt den Code eingeben. Ich sehe schon. Ich speichere nochmal ab. Ich habe übrigens nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme. Ich glaube, eine Stunde könnte es schon sein. So, 3, 4, 8, 3, 4. Ist es nicht. Es ist ja auch keine 3, es ist eine 9. 9, 4, 8, 3, 4. So. Das sieht schon sehr bedrohlich aus hier. Ich habe so ein bisschen Angst davor. Aber wir müssen es ja, ne? Dat mut. Hallo? Ah. Ich kann dieses Ungeziefer jetzt nach Belieben vernichten. Die Masse erzittert vor meiner Macht. Du bist eine effektive Drohne, Menschling. Geh jetzt zum Kommandodeck zurück. Finde den Verbindungspunkt und begib dich dann zurück. Okay, jetzt können wir wahrscheinlich auf dem Kommandodeck durch die Tür, die da am Anfang noch versiegelt war, wo wir nicht durchgekommen sind.
Und können dann wohl auch endlich da zu dieser Shuttle-Rampe oder Frachtrampe oder was das war, wo Delacroix gesagt hat, dass er da auf uns wartet. Ich frage mich ja, ob das Shodan bewusst ist. Denn wir wissen ja von diversen Audiologs, die wir hier aufgehoben haben, dass Delacroix genauso von Shodan durch das Schiff gelenkt wird wie wir. Bin ich ja überhaupt recht, Ash? Ja, doch. So. Das Gemeine ist, dass wir halt auf Ebene 5 den Fahrstuhl wechseln müssen. Das ist Gott sei Dank nicht so weit, der Weg. Ich muss mich nur etwas orientieren. So, hier rein. Das ist schön, lass sie mal weiter singen. Die singt nämlich nicht mehr lange. Da werde ich schon für sorgen. Nee, hier, da. So. Vorsicht, Insekt. Die Lage hat sich geändert. Sie ahnen unsere Absichten und laden ihren Nachwuchs in die Shuttles. Doch sie werden meinem Zorn nicht entkommen. Du musst zu den Shuttlehallen auf diesem Deck gehen und die Shuttles zerstören. Sie lechzen jetzt nach deinem Blut. Ich finde das einfach nur total genial, wenn Shodan spricht. Sie lechzen jetzt nach... Sie lechzen jetzt nach unserem Blut. Ja, ich habe einen Rumbler gehört eben. Das war mit ziemlicher Sicherheit ein Rumbler. Ja, da ist er. Ah! Heiliger Mist, das hat mir ganz schön wehgetan. Und das, obwohl der scheiß Rumbler mich nicht mal getroffen hat. So. Also ist jetzt der Moment gekommen, wo ich häufiger mit Rumblern rechnen muss. Ja, da ist ein Turm. So, dann gucken wir doch mal, was unser maximaler Psi-Wert für die Kryokinese getan hat. Watt, ey. Einfach nur Watt. So. Und wir haben auch so schön viel Psi-Punkte jetzt. Gefällt mir. Wo sind wir jetzt? Da sind wir jetzt. Okay, in den Frachthallen. Hat Ding jetzt nicht gesagt, dass sie hier irgendwo ist? Die Delacroix? Mach auf. Shuttlehalle C. Ich will da rein. So, sie laden ihre Nachkommen auf. Könnte die links sein? Nein. Eigentlich eher nicht. Obwohl doch, natürlich ist die da links. Mit einem Ei zusammen. So. Oh, da hinten ist ein Dingens. Ein Roboter. Wir nehmen hier gerade alles so dermaßen auseinander. Das ist schon nicht mehr feierlich. So, können wir denn diese hier öffnen? Ja, können wir. Wow, schon wieder ein Turm. Mach zu. Mach zu. Mach's doch wieder zu. Verdammter Mist. Verdammte Axt aber auch, du. Ja, die Rakete habe ich mit dem Gesicht abgeblockt. Ging überraschend gut, muss ich sagen. So. Also volle Lebensenergie ist kein Problem mehr.
Okay, da weiß ich jetzt wenigstens, dass Kryokinese trotzdem noch nicht besonders effektiv gegen Midwives ist. Ach, da oben. So. Ah! Alter, wie viele Türme sind denn hier?